Hallo, heute stelle ich euch die App smsflatrate.net vor. Kann kostenlos runtergeladen werden und wie der Name schon verrät, das Ganze hat was mit SMS zu tun. Das heißt, ihr könnt über diese App hinaus SMS schreiben, aber habt auch sehr, sehr viele Zusatzfunktionen. Womit ich gerne anfangen würde, ist der sogenannte SMS-Alarm. Der kann hier oben über die drei Punkte, geht man direkt in die Einstellungen und hat hier unten an die Option, den SMS-Alarm zu aktivieren bzw. zu deaktivieren. Was heißt der SMS-Alarm? SMS-Alarm heißt, ich kann hier eine Nummer hinterlegen und wenn diese Nummer mich anruft bzw. mir eine SMS schreibt, dann ist es egal, ob ich aktuell, sage ich mal, im Lautlosmodus bin oder nicht. In diesem Fall kommt dann immer eine laute Zustellung, wie hier gleich beschrieben wird, schlägt das Handy-Alarm auch im Lautlosmodus. Das heißt, für wen ist es praktisch? Man kann es machen für besonders wichtige Personen, wenn ich von meiner Freundin, Frau oder Kinder stetig SMS zugestellt bekommen möchte und auch darauf hingewiesen werden möchte. Wo es natürlich auch interessant sein könnte, ist im öffentlichen Dienst, sei es freiwilliger Feuerwehrmann oder Beamte oder Krankenschwester oder dergleichen, wenn man wirklich sagt, von bestimmten Nummern, da ist es egal, in was für einem Zustand sich momentan mein Handy befindet, da muss ich stets aufmerksam gemacht werden. Geht ganz einfach über die Plusfunktion, kann ich ganz einfach die Einstellungen vornehmen, kann da dann sagen, wen ich hinzufügen möchte, welche Nummern und bei wem das Ganze dann, sage ich mal, ausgelöst wird. Eine weitere Funktion, die die App mit sich bringt, ist der Versand von SMS zeitversetzt. Das heißt, wir gehen hier oben auf das Symbol, dass wir eine SMS schreiben möchten und haben dann die Option zu sagen, wir möchten es erst zu einem gewissen Zeitpunkt zustellen. Hier oben wähle ich ganz klassisch meine Benutzer aus, kann hier sehr, sehr einfach Gruppen erstellen oder mehrere Personen eben auswählen, um so zum Beispiel eine Großzahl von Leuten zu schreiben. Wenn ich Gruppen erstellt habe, werden die mir auch hier in der SMS Flatrate-Gruppen angezeigt, sodass ich die nicht alle neu machen muss. Dann kann ich ganz beliebig meinen Text eingeben. Wir nennen das mal High Test. Und habe dann hier unten jetzt diverse Funktionen, was ich damit machen kann. Ich kann ganz links über das Kartensymbol mich orten lassen und kann der SMS meine aktuelle GPS-Position anhängen, was praktisch ist für bestimmte Treffpunkte, wenn man sich in der Gegend nicht auskennt oder dergleichen. Hierzu natürlich die Voraussetzung, dass die Ortungsdienste immer aktiviert sind. Daneben habe ich die Auswahl aus ein paar kleinen netten Android-Smileys, die ich hier anhängen kann. Da daneben habe ich die Option, ich kann insgesamt auch in SMS Flatrate überlange SMS-Texte schreiben. Das heißt, man ist nicht auf die klassische Textanzahl beschränkt, sondern kann hier auch, wenn man das dann möchte, deutlich mehr als die 160 Zeichen schreiben. Eine weitere sehr, sehr schöne Funktion ist, dass ein Übersetzer integriert ist. Das heißt, hier dürfte jetzt nicht viel passieren, wenn ich Deutsch auf Englisch mache, weil High Test sollte sich in dem Fall im Englischen auch recht gleich anhören. Aber hier kann ich beispielsweise, wenn wir es einfach mal nehmen das Auto, auch wenn es hier aktuell keinen Sinn macht, kann ich mir das direkt in der App übersetzen lassen, habe auch die Option aus verschiedenen Sprachen auszuwählen. Also das finde ich wirklich auch eine sehr, sehr nette Zusatzfunktion, wo ich dann an Anderssprechende das Ganze, sage ich mal, weiterleiten kann. Dann ganz unten über die Sendenfunktion, bisschen da habe ich die Option, es einzustellen, wann das Ganze gesendet werden soll. Ist zum Beispiel ganz schön, wenn man sagt, zum Geburtstag möchte man einem rechtzeitig gratulieren, dann stelle ich den Timer auf einen bestimmten Tag auf 0 Uhr, dann wird die SMS da automatisch rausgeschickt, auch wenn ich da schon schlaf. Und so kann ich ganz individuell ein Datum festlegen und wenn ich damit meine SMS zufrieden bin und die verschicken will, ganz klassisch auf das Symbol hier und kann das Ganze dann verschicken. Generell benötigt man für den Versand von SMS über das smsflatrate.net einen Account. Auf der Webseite kann der problemlos erstellt werden, www.smsflatrate.net. Die SMS werden also mit der App nicht über den normalen Handyanbieter versendet, sondern über den Internetdienst von smsflatrate.net. So hat man dann die Möglichkeit, wirklich zu sehr, sehr günstigen Preisen die SMS zu versenden und umgeht dadurch auch die teuren SMS, die klassisch, sage ich mal, über den Mobilfunkanbieter versendet werden. Auf der Webseite kann man sein Guthaben dann ganz einfach via PayPal oder auch per Überweisung aufladen, sodass man dann die Möglichkeit hat, ohne irgendeine Vertragsverbindung oder Vertragsverlängerung oder was auch immer, sein Guthaben spontan, wie man es möchte, aufzuladen. Die Preise und das Guthaben werden in der App jederzeit transparent dargestellt. Das heißt, man hat dann hier die Möglichkeit, seinen Account einzusehen und habe jederzeit die Option zu sehen, wie viel Guthaben ich momentan noch zur Verfügung habe. Die Preise sind wirklich sehr, sehr günstig, muss man sagen, ab 1
6,99 Cent kann man bereits deutschlandweit SMS versenden. Und wenn man seinen eigenen Absender mit anhängen möchte, zahlt man nur 7 Cent für eine SMS in ganz Deutschland und nur 9 Cent für SMS generell weltweit. Die App an und für sich kann man wirklich sagen, ist ideal für alle, die beim bisherigen Mobilfunkanbieter einfach die SMS viel zu teuer versendet haben. Mit dem Account auf der Webseite von smsflatrate.net hat man unbegrenzt viele Möglichkeiten und kann verschiedene Geräte wie Smartphones, Tablets oder auch am PC mit einer günstigen SMS-Funktion ausstatten. Die Zusatzfunktionen wie SMS-Alarm oder zeitversetzten Versand runden meiner Meinung nach die App dann dementsprechend noch richtig gut ab. Alles in allem meiner Meinung nach eine ganz, ganz klare Empfehlung für smsflatrate.net. Ladet euch die App einfach mal runter, probiert sie mal aus, ist wirklich sehr, sehr gelungen und auch gut geeignet zum ein oder anderen billigen SMS-Versand. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.